Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ach, da ist sie. Das ist der Ort, an den uns die Karte geführt hat. Eine reizende und zugleich unheilverheißende Stelle für ein Kastell der Grauen Schar, findet ihr nicht? Wenn wir hier nichts über Radha Al-Zaran und Verandis herausfinden können, bin ich mir nicht sicher, wo wir sonst suchen sollten. Wie wollt ihr das tun? Auch wenn es auf der Hand zu liegen scheint, mit dem unnötig herrschaftlichen Vampirkastell da drüben anzufangen, glaube ich, dass wir uns erst einen Überblick über die Insel verschaffen sollten. Die Graue Schar mag fort sein, doch sie könnte Fallen hinterlassen haben. Und wer weiß, was hier für wilde Tiere leben. Was für Fallen? Ich weiß es nicht. Irgendetwas Lächerliches wie aus einer Schauergeschichte. Ich neige nicht zu Verallgemeinerungen, aber Vampire haben einen Hang zum Dramatischen. Seid bloß vorsichtig. Wir werden nichts über Verandis und die Graue Schar erfahren, wenn wir uns umbringen lassen. Gehen wir uns auf der Insel umsehen. So, jetzt erklär mir erstmal, was das hier ist. Gwendis? Was ist das für ein Ding? Hat es gerade pulsiert, als ich näher kam? Habt ihr das gesehen? Dieses Kristallding hat ganz klar reagiert. Es pulsierte, als ich mich ihm näherte. Meint ihr, das ist eine Art von Falle? Nun, bisher ist er weder explodiert, noch hat er uns zu Briketts verbrannt. Insofern denke ich, nein, wahrscheinlich nicht. Ich habe so etwas schon einmal gesehen, als Teil eines Schutzzaubers. Ich glaube, er reagiert auf die Anwesenheit eines Vampirs. So wie diese Siegel, die wir gesehen haben. Was machen wir denn mit diesen Kristallen? Da sie nun erwacht sind, sollte es einigermaßen simpel sein, sie zu deaktivieren. Ich bin mir nicht sicher, ob eure Augen so gut sind wie meine, aber ich glaube, ich sehe dort vorn noch ein paar mehr. Ich halte Wache, während ihr euch um die Kristalle kümmert. Ich werde versuchen, die Kristalle zu deaktivieren. Gut gemacht. Kümmern wir uns um den Rest dieser Schutzkristalle. Okay, wenn ich denn weiß, wie ich da... Dass man aber auch immer hängen bleiben muss. Wenn ich denn weiß, wie ich da hinkomme, weil das sollte hier unten sein, oder nicht? Ist das doch oben drauf? Ah ja, ist doch oben drauf. Gut. Dann würde ich sagen... dass die andere Seite unten ist. Ne, das ist auch wieder höher. Die sind alle drei höher. Wie komme ich denn da hin, Leute? Ist hier ein Weg hoch. Das würde mir zumindest helfen. Moment, da geht's. Ah. Sehr schön. Ihr seid ziemlich gut darin. Nö. Hallo? Ich kann hier nicht reiten. Und was macht der Gargoyle jetzt auf einmal da? Ja. Hast mich nicht gesehen. Ich war niemals hier. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Moment, der ist... der ist da oben. Ja. Das heißt, ich nehme erstmal den hier. Gute Arbeit. Suchen wir einen weiteren Schutzzauberkristall. Machen wir... ja, beweg dich noch ein bisschen. Nein, du hast mich nicht gesehen. Du auch nicht. Wie komme ich denn jetzt an den hier dran? Ich habe da doch irgendwo gerade noch einen Eingang gesehen. Spring, keinen Millimeter. Ah, hier ist eine Treppe. Die mich gerade etwas kirre macht, wenn ich hier die ganze Zeit so im Kreis laufen muss. Eieiei. Das war auf jeden Fall ein Rumoren. Sehen wir uns doch das Kastell an.
Okay. Und es wird nicht besser, wenn man herunterläuft. Irgendwie bleibt man überall hängen. Ich weiß auch nicht. Nee, mit dir will ich jetzt gerade nicht spielen. Ich muss hier rein. Der Weg ist wohl frei. Versuchen wir hineinzugelangen. Ich gebe es nur ungern zu, aber dieser Ort ist imposant. Ja, Gwen? Ich soll mit dir sprechen? Ah. Dieser Ort muss früher einmal grandios gewesen sein, doch nun ist er einfach verfallen. Sieht aus, als wäre er seit Jahrhunderten verlassen. Zum Glück kam ich nicht unvorbereitet. Hättet ihr Lust, etwas Ungewöhnliches auszuprobieren? Was meint ihr mit ungewöhnlich? Die Mitglieder des Hauses Rabenwacht tauschen untereinander Fiolen mit ihrem eigenen Blut aus. Das ist ein seltener Vertrauensbeweis, selbst unter Vampiren, da man Blut bei allen möglichen Zaubern verwenden kann. Bei Helfenden ebenso wie bei Schädlichen. Ich habe ein wenig von Verandis Blut bei mir. Wie wird uns Verandis Blut helfen? Indem wir einen Tropfen seines Blutes in diesen Trank mischen, können wir Traumreisen und Zugriff auf jede Erinnerung erhalten, die Verandis an diesen Ort hat. Ich lasse ihn hier auf dem Tisch, damit ihr ihn trinken könnt, sobald ihr soweit seid. Ich würde es ja selbst tun, aber eine Traumreise erfordert einen unbeteiligten Beobachter. Verandis hat mich einen Traumreisetrank benutzen lassen, damit ich seine Geschichte mit Haus Montclair erfahre. Dann kennt ihr euch ja schon bestens aus. Ihr habt aus dieser Erfahrung ziemlich viel gelernt, was? Verandis ist nicht hier, doch indem wir sein Blut verwenden, können wir dasselbe Ergebnis erzielen. Ich habe den Trank vorbereitet. Er steht auf dem Tisch. Trinkt unbedingt alles aus. Ich werde den Traumreisetrank trinken und so viel herausfinden, wie ich nur kann. Na, komm. Das Anvisieren ist immer so eine Sache. Ach, gute Nacht. Exarch Verandis, während wir die Kisten in euer Studierzimmer bringen, würden Zingales und Ulfra gern mit euch sprechen. Es ist schön, euch zu sehen, Exarch Verandis. Fürst Radha Al-Saran wird erfreut sein, dass ihr seine Einladung angenommen habt. Ihr wurdet schrecklich vermisst. Die Exarchen Ulfra und Zingales baten mich darum, euch zu ihnen zu schicken, sobald ihr eintrifft. Sie würden gern mit euch sprechen. Ich bin kein Exarch, meine liebe Faustina. Ich will nichts mit pompösen Titeln oder Styriches Armee zu schaffen haben. Natürlich, Fürst Verandis. Verzeiht. Ihr solltet die Exarchen bitte nicht warten lassen. Wo kann ich Ulfra und Zingalis finden? Exarch Ulfra blickt gern vom östlichen Balkon aus über den Innenhof. Exarch Zingalis verlässt sein Laboratorium im Obergeschoss nur selten. Beide wollen euch sehen. Ich werde es euch wissen lassen, sobald eure Kisten in das Studierzimmer geschafft wurden, das man für euch bereitgestellt hat. Bitte seid vorsichtig mit meiner Apothekertruhe. Viele der Komponenten sind unersetzlich. So, dann schauen wir doch mal. Nein, ich glaube, wir sollten es ein bisschen beschleunigen hier. Die Frage ist, kommen wir... Ja, wir kommen links direkt hin und dann können wir von da aus da hochlaufen. Machen wir das doch. Hallöchen, guten Tag. Könnt ihr sie riechen, Verandis? Der Geruch von Beute im Wind. Wir sollten sie jagen. Nicht unnötige Diskussionen in diesen Hallen aus Stein führen. Ihr wolltet mich sprechen, Ulfra. Wenn ihr Fürst Radha Al-Saran seht, so setzt nicht euren uralten Streit fort. Er muss bei der Sache bleiben. Ich habe eure Obsession in Sachen Schafe nie verstanden, Verandis. Es gibt Jäger und Beute. Wir sind Jäger. Euer Mitgefühl für die Beute grenzt an Wahnsinn. Ihr wart selbst einmal sterblich. So wie ihr. Bis Molag Bal euch in etwas Besseres verwandelte. Etwas Würdiges. Fürst Hirsine machte mich zu einem seiner mächtigsten Jäger, weil er wusste, dass die Sterblichkeit mich einschränkte. Ich konnte nicht mein volles Potenzial ausschöpfen, bis er mich von diesem Schicksal erlöste. Ich schlage doch nur vor, dass wir in Frieden mit den Sterblichen zusammenleben. Immerhin sind sie uns zahlenmäßig überlegen.
Der Wolf fürchtet sich nicht vor 1000 Hasen. Er erfreut sich einfach an der Überfülle, die Hirsine schenkt. Menschen, ganz gleich, wie sehr ihre jämmerlichen Armeen auch anwachsen mögen, werden nie eine Bedrohung für uns darstellen. Kommt wieder zu Sinnen, Verandis. Kommt zurück zu euren Brüdern und Schwestern. Ich werde nicht damit aufhören, zu versuchen, euch davon zu überzeugen, dass mein Kurs der richtige ist. Ihr seid ein Narr, Verandis. Das wart ihr immer. Wieso lässt Fürst Rada al-Saran euch so viel Spielraum? Wir brauchen euch nicht im Grauen Rat. Ihr könntet nicht einmal als Fußsoldat in Styriches Armee dienen. Raubt jemand anderem mit eurem Widersinn den Verstand. Rada al-Saran hat hier ein imposantes Kastell errichtet. Grauheim ist imposant. Das bestreite ich nicht. Doch ich verabscheue das Warten, Herumsitzen und Diskutieren. Ich bin eine Jägerin. Ich sehne mich danach, Sterbliche sich in meinem Griff winden zu fühlen und ihr Blut zu Boden spritzen zu sehen. Tut ihr das nicht? Ihr wisst, dass ich das nicht tue, Ulfra. Wieso versuche ich überhaupt mit euch über solche Dinge zu sprechen? Fürst Rada al-Saran hätte euch vor Jahren eurem Schicksal überlassen sollen. Doch er ruft euch immer wieder zurück. Ja, dann gehen wir mal zum Fürsten. Einmal die Treppen hoch hier. Und hier. Ah, Verandis. Gut, ich wollte mit euch sprechen. Ich werde es nie müde, diese Kreation zu betrachten. Erklärt mir noch einmal, wieso ihr eure Studien der Steinhüllen aufgegeben habt. Ich dachte, ihr wolltet eure teuren Sterblichen vom immerwährenden Leben ihrer Meister kosten lassen. Die Sterbliche, die ich wiederbelebte, verlor den Verstand, Zingalis. Das Experiment ist gescheitert. Ist es das, was euch umtreibt? Ein kleiner Fehlschlag und schon gebt ihr derart vielversprechende Forschungen auf? Ihr hattet die Gelegenheit, die Kontrolle über das Dasein an sich an euch zu reißen. Sowohl das Leben als auch den Tod zu beherrschen. Eine solche Macht ist unvorstellbar. Und doch vergeudet ihr sie. Ein Fehlschlag war mehr als genug. Selbst solche Macht, wie ihr sie beschreibt, ist dem Preis nicht wert. Preis? Pah, welcher Preis? Sterbliche sind so austauschbar und zahlreich wie Sandkörner an einem Strand. Sobald ihr eure Schöpfung gemeistert hättet, würdet ihr sie ganz nach Belieben wiederbeleben können. Sie würden euch als einen Gott verehren. Würde das nicht den Frieden bringen, nachdem ihr euch so sehnt? Wir sind nicht die Götter, Zingalis. Sie sind uns gleichgestellt. Wie könnt ihr nur so fehlgeleitet sein? Sterbliche stehen so tief unter uns, dass sie ihre eigene Unzulänglichkeit nicht einmal begreifen. Ich hoffe nur, dass Fürst Rada al-Saran euch zur Vernunft bringen kann. In der Zwischenzeit werde ich diese Schöpfung studieren und vielleicht sogar Erfolg haben, wo ihr gescheitert seid. Ich hoffe, ihr habt Erfolg, Zingalis. Ihr wisst nicht, wie sehr ich unsere Diskussion vermisst habe, mein Freund. Unsere weitreichenden und faszinierenden Unterredungen über Wissenschaft und Philosophie. Ich freue mich, diesen Austausch fortzuführen. Sofern ihr noch nicht vorstellig wurdet, solltet ihr Fürst Rada al-Saran aufsuchen. Wie geht es mit euren Studien voran, Zingalis? Während eurer Abwesenheit habe ich beachtliche Erfolge erzielt. Rada al-Saran hat ein sonderbares Relikt unter dem Reik entdeckt. Ich habe es wochenlang studiert. Es ist bemerkenswert und ich habe kaum begonnen, die Möglichkeiten zu erkunden, die es unserer Art offenbaren könnte. Das klingt interessant. Was für eine Art von Relikt? Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor ich es nicht ausgiebig untersucht habe. Ich freue mich jedoch darauf, meine Erkenntnisse mit euch zu teilen, sobald ihr euch akklimatisiert habt. Okay. Jetzt müssen wir noch Rada al-Saran suchen.
übrigens eigentlich ein sehr schönes Schloss. Man kann hier nicht allzu viel machen oder bauen. Aber gut, die brauchen natürlich auch nicht allzu viel. Verandis, mein Freund. Endlich. Wie schön, euch zu sehen, Verandis, mein alter Freund. Ihr seht gut aus. Unsere Hallen fühlten sich ohne euch recht leer an. Was haltet ihr von unserem neuen Zuhause? Ist es nicht so, wie ich es in meinem Brief schrieb? Ist es nicht alles, was man sich je hätte wünschen können? Ihr habt ein prächtiges Kastell gebaut, alter Freund. Doch sagt mir eins, habt ihr über meine Bitte nachgedacht? Mit der sterblichen Königin zu parlieren? Das habe ich, aber meine Haltung hat sich nicht geändert. Die Stärke der Grauen Schar ist über die Jahrhunderte nur gewachsen. Während Dutzende Königreiche der Sterblichen ihren Aufstieg und Fall erlebt haben. Welchen Zweck hat es da, ihnen nun unsere Existenz zu enthüllen? Die Sterblichen sind nicht mehr so, wie ihr euch an sie erinnert. Kaiserin Hestra wurde eine gute Verbündete abgeben. Was Sterbliche durch ein Bündnis mit uns zu gewinnen haben, liegt auf der Hand. Doch welchen Vorteil ziehen wir daraus? König Styriche und unsere Graue Schar könnten diese Kaiserin Hestra und ihre Armeen in nur einem Tag zermalmen. Ich weiß, dass ihr euch um unseresgleichen sorgt, Verandis. Doch das müsst ihr nicht. Ihr könnt nicht weiter Krieg gegen die Menschen führen. Es gibt einfach zu viele von ihnen. Für einen derart brillanten Geist, der half, unseren grauen Rat ins Leben zu rufen, könnt ihr so kurzsichtig sein, Verandis. Ich sage Folgendes. Wenn die Sterblichen sich nicht gegen uns wenden, wenden wir uns auch nicht gegen sie. Doch ich kann eure kostbaren Sterblichen nicht vor sich selbst schützen. Ich glaube an den Grauen Rat, nicht an Styriches graue Schar. Und ein Bündnis würde uns alle schützen. Genug von Allianzen und Sterblichen. Es ist viel zu lange her, seit wir einander das letzte Mal gesehen haben, Verandis. Lasst uns von besseren Zeiten sprechen, das dargebotene Blut trinken und über die gewaltige Verpflichtung nachdenken, für die Sicherheit unseresgleichen zu sorgen. Ich würde unser Gespräch über ein Bündnis mit den Sterblichen gerne später fortsetzen, mein Freund. Natürlich, Verandis. Ich kenne euch zu gut, um zu glauben, ihr würdet diese Sache so leicht auf sich beruhen lassen. Ich verspreche euch, wir werden wieder darauf zu sprechen kommen. Es besteht kein Anlass zur Eile. Wir haben uns seit einem ganzen Elfenleben nicht mehr gesehen. Erzählt mir von euren Unternehmungen, mein Bruder. Wir sind unsterblich. Ich habe alle Zeit der Welt, um Geschichten auszutauschen. Und doch vergeudet ihr Jahre fernab eurer Familie, um euch um jene zu kümmern, die ein kurzes und bedeutungsloses Leben führen. Ach, Verandis, ist mein Wort denn nicht genug, um euch zu beschwichtigen? Wir werden später weiter hierüber reden. Für den Augenblick möchte ich über angenehmere Dinge sprechen. Ich habe mit Ulfra und Zingales gesprochen. Gut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was sie mir während eurer Abwesenheit für eine Stütze waren. Ihr werdet erfreut darüber sein zu hören, dass Ulfra dieser Tage Zurückhaltung zeigt. Und ich weiß, dass Zingales nur zu gern seine Experimente und Forschungen mit euch besprechen würde. Sie verstehen den Traum nicht, Radar Alzaran. Sie verstehen wenig, was nicht ihren eigenen Bedürfnissen dient. Sie verstehen nicht, warum wir den Grauen Rat gegründet haben oder was für eine Bereicherung ihr für die Graue Schar seid. Es wird kein leichtes sein, sie davon zu überzeugen, Frieden mit den Sterblichen zu schließen. Warum habt ihr mich hierhin eingeladen, wenn ihr nicht gewilligt seid, über diese Angelegenheit zu reden? Wir haben geredet und ich habe zugehört. Ich habe euren Idealen viel mehr Beachtung geschenkt, als sie es verdient hätten. Ich habe euch eingeladen, weil ihr hier aufblühen werdet, Verandis. Ihr gehört hierher, unter eure Brüder und Schwestern, anstatt dort draußen durch die Irrungen und Wirrungen des Daseins der Sterblichen zu meandern. Am Anfang des Traums stand nicht, dass wir über Sterbliche herrschen. Euer Traum und meiner sind sich ähnlich, mein Freund. Doch sie sind nicht derselbe. Diese Uneinigkeiten zwischen uns, sie zehren an meiner Geduld. Doch diesem Ort, ganz gleich, wie prächtig er auch sein mag, fehlte etwas, bis ihr zurückgekehrt seid. Ihr gehört hierher, Verandis.
Nein. Ich muss sie mir nochmal angucken. Ich meine, immerhin... Ja, Fürst wir Berandis, kennen ja leider die entschuldigt die Verzögerung. Das Studierzimmer ist nun bereit. Sagt es doch mir und nicht dem Typen da. Dem Al-Saran. Wie heißt er nochmal? Ah, mein Studierzimmer. Überall Bücher zum Studieren. Ich würde gerne den ganzen Tag hier verbringen und einfach nur in den ganzen Büchern lesen. Aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Ganz ruhig, meine Freundin. Zeit zum Aufwachen. Findet den Traumreisetrank und trinkt ihn. Nein, ich muss noch das Buch lesen. Ah, es leuchtet. Ich will's lesen. Oh Mann. Ihr Blödmänner. Warum hast du mich geweckt? Ihr habt im Schlaf aufgeschrien, unmittelbar bevor ihr erwacht seid. Was ist geschehen? Geht es euch gut? Ich bin im Traum in Verandis Studierzimmer gegangen und habe versucht, sein Tagebuch zu lesen. Oh, das würde es erklären. Keine Sorge, es liegt nicht an euch. Es ist nahezu unmöglich, während einer Traumreise zu lesen. Aber sagtet ihr Verandis Studierzimmer? Er hatte ein Studierzimmer an diesem schrecklichen Ort? War er wirklich ein Mitglied der Grauen Schar? Das war er. Und von etwas, was der Graue Rat genannt wurde. Doch er wollte, dass Frieden mit dem Menschen geschlossen wird. Klingt nach Verandis. Deshalb hat er schließlich Haus Rabenwacht gegründet. Um es Vampiren wie uns zu erlauben, ungefährdet zusammenzukommen. Uns nur von willigen Personen zu nähren und Sterblichen zu helfen, anstatt sie zu unserer Beute zu machen. Dann hat er also nicht darauf gehofft, Tamriel zu erobern? Nein. Er sprach sich für ein Bündnis mit den Sterblichen aus. Er wollte wirklich Frieden. Dann hat er mich nicht angelogen. Er ist nach wie vor der Mann, den ich kenne und dem ich vertraue. Er hat natürlich ein paar Dinge ausgelassen, doch damit befasse ich mich ein anderes Mal. Dieses Studierzimmer, das er hatte, es könnte immer noch da sein. Könnt ihr mich zu ihm führen? Ich kann euch zum Studierzimmer führen. Ja, und es werden sicher auch ganz viele Spinnen dort sein. Nein, wir müssen darum... da hoch. Nach all dieser Zeit riecht es hier immer noch nach ihm. Das verstört mich jetzt irgendwie ein bisschen. So, wie viel haben wir denn? Na gut, dann lesen wir das nochmal kurz vor. In meinen wildesten Träumen hätte ich nicht gedacht, dass ich meinem Ziel jemals so nahe kommen würde. Endlich trägt meine Forschung Früchte. Die Inkubationsgefäße der Steinhüllen sind die Antwort auf alle Unbekannten, die ich ans Licht bringen will. Ich hoffe hierbei auf zwei Dinge. Zum einen, dass ich so sterbliche Seelen aus dem Jenseits zurückholen kann. Zum anderen, dass ich Vampirseelen aus Kalthafen retten und sie so aus Mulag Bals Klauen befreien kann. Ich werde diesen außergewöhnlichen Kraftakt zuerst an einer Sterblichen erproben. An einer Frau namens Lysolda, die von einer Krankheit dahingerafft wurde. Sobald ich mich vergewissert habe, dass dieses Experiment ein Erfolg war, werde ich mich dem größeren Risiko stellen, es mit einer Vampirseele zu wiederholen. Ich bete nur, dass ich mich nicht zu früh freue. Es war töricht von mir zu denken. Ich hätte alle Antworten. Ich sagte Radha Al-Saran immer wieder, dass er Sterbliche beschützen muss, und doch ließ mein eigenes Experiment eine von ihnen unnötig leiden. Ich habe versucht, Lysolda wiederzuerwecken. Anfangs war ich begeistert. Sie kehrte tatsächlich von den Toten zurück. Aber ein Stück von ihr fehlte. Die Rückkehr in die Welt der Lebenden brachte sie ihm den Verstand. Sie war so wütend. Ich konnte ihren Zorn so deutlich spüren, als bestünde sie aus Flammen. Ich wusste einfach nicht, wie ich ihr helfen sollte. Ich musste sie töten, um zu verhindern, dass sie jemand anderen etwas antut. Und diese Tat macht mich krank. Meine Überheblichkeit hat Lysolda so viel Schmerz bereitet. Eine Schande. Ich muss herausfinden, was schiefgelaufen ist. Wenn ich einen Teil meiner eigenen Essenz in ein Reliquiar gebe, stabilisiert das vielleicht das Experiment.
Das wird mein nächster Schritt. Es gibt ganz einfach zu viele Unbekannte. Ich habe das Ritual abgeändert, aber ich traue mich nicht, es auch durchzuführen. Die Menge an Lebensenergie, die benötigt wird, um eine Seele aus Kalthafen zu ziehen. Der Preis wäre zu hoch. Ich werde die Vorgehensweise in diesem Tagebuch festhalten, aber eine Durchführung in der Praxis darf nicht stattfinden. Man darf den Steinhöhlen in ihrer aktuellen Form nicht als Methode vertrauen. Diese Entscheidung schmerzt, aber ich weiß in meinem Herzen, dass sie die richtige ist. Ich darf nicht noch jemanden den Schmerz zufügen, den Lisolde erleiden musste. Ich werde nicht noch jemanden in Gefahr bringen und noch mehr Leid verursachen. Diese Studie ist beendet. Seit kurzem denke ich über die Auswirkungen einer Welt ohne den Kreislauf von Leben und Tod nach. Allein der Gedanke daran ist furchterregend. Warum habe ich je gedacht, dieser Weg führe in Richtung Frieden? Es war richtig, meine Experimente und meine Forschung einzustellen. Ich weiß nicht, warum ich Radar Alzarans Einladung nach Grauenheim gefolgt bin. Wahrscheinlich aus Neugier. Aus der unsterblichen Hoffnung heraus, dass ich den Grauen Rat umstimmen und den Krieg verhindern kann, den Stiriche so verzweifelt ersehnt. Immerhin habe ich meine gesamte Ausrüstung bei mir. Die Ritualkammer, die sie hier erbaut haben, ist wahrlich recht beeindruckend. Ein Augenblick zog ich in Erwägung, meine Forschung mit Zingalis wieder aufleben zu lassen. Aber jetzt weiß ich, dass das töricht wäre. Zu dumm, dass ich meine Essenz nicht wieder aus dem Reliquiar extrahieren kann. Aber das ist die geringste meiner Sorgen. Fürs Erste werde ich es in der Waffenkammer im Erdgeschoss aufbewahren, versteckt inmitten der anderen Reliquiare. Ich habe nicht vor, in Grauenheim zu bleiben oder weiter mit der Grauen Rat der Grauen Schar anzugehören. Aber zumindest weiß ich, dass das Reliquiar hier sicher ist. Es soll mich auf ewig an meinen Versagen erinnern, wenn ich wahrlich Frieden zwischen Sterblichen und Vampiren schaffen will, habe ich noch einen langen Weg vor mir. Es ist an der Zeit, diesen Ort zu verlassen. Habt ihr das Tagebuch gefunden? Was steht darin? Das habe ich doch gerade alles vorgelesen. Hast du nicht zugehört, Gwendis? Das Tagebuch war immer noch hier? Erstaunlich. Was stand darin? Verandis versuchte Menschen und Vampire mit Hilfe des Einsatzes von Steinhüllen wiederzubeleben. Lasst mich das mal sehen. Das Ritual ist recht simpel. Man zündet einfach ein paar Kerzen an und platziert das Reliquiar. Es sieht aus, als hätte er diese Forschungen aufgegeben, bevor er sie je an einem Vampir testete. Irgendetwas von wegen Lebensenergie und einem zu hohen Preis. Ich glaube, Zingalis verwendete seine Forschungen, um die graue Schar im Himmelsrand wiederzubeleben. Richtig. Zingalis muss die Experimente von Verandis weitergeführt und sie verfeinert haben. Wisst ihr, wenn Vampire sterben, gehen unsere Seelen nach Kalthafen, zu Molag Bal. Das könnte unsere Chance sein, Antworten unmittelbar von einem Mitglied des Grauen Rates zu erhalten. Ihr wollt versuchen, Verandis wieder auferstehen zu lassen, oder? Verandis gab sein Leben für Kluftspitze. Und was war sein Lohn? Kalthafen und eine Ewigkeit der Qualen durch die Hände von Molag Bal. Das wird klappen. Das muss es. Geht nach unten und findet das Reliquiar, von dem er schrieb. Trefft mich anschließend in der Ritualkammer. Ich werde das Reliquiar holen. Besorgt das Reliquiar und kommt zur Ritualkammer. Ja, ich habe schon beim ersten Mal verstanden. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich hin muss, aber verstanden habe ich's. Da geradeaus durch. Und nach links. Wo ich nicht durchkomme. Achso, da war die Tür. Ah. Hallo. Komm, der Typ ist doch weggelaufen. So. Unten, rechts. Links durch die Mitte. Und auf der rechten Seite, wo der Gargoyle ist. Das ist doch wunderbar. Nein, ich bin mich gerade am Heilen. Lasst ihr mich jetzt mal in Ruhe? Ich kann doch gar nichts sehen hier. Ja, bleibt doch einfach überall hängen. Kein Thema.
Nein, ich will nicht mit dir spielen. Oh, ist das nervig, dieses Rumgestern. Hallo? Schießt mich jetzt hier die Wand an, oder was? Na super. Ich konnte hier gerade noch rein. Was für ein Schildlauf! Ich will nur durch die Tür durch. Lasst mich doch alle in Ruhe. Also ich kann ja noch verstehen, wenn die einen hinterherlaufen, aber warum kommen Pfeile aus der Wand raus? Ich verstehe es nicht. Das ist definitiv eine Steinhülle. Zündet die Kerzen an und beginnt das Ritual. Naja, ich bin schon dabei. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich habe schon angefangen. Gut, platziert jetzt das Reliquiar. Das Ritual. Es wirkt. Sarani, seid ihr das wirklich? Muss nähren. Halt! Ich bin es, nicht. Wendy. Ich dürste. Ach, der ist schon wieder unbesiegbar. Mann, ist das nervig. Hallo, du wirst schießen. Verandis, nein! Oh, Verandis, geht es euch gut? Entschuldigt. Dieses Verfahren raubt einem völlig den Verstand. Ich bin so froh, dass ihr lebt. Aber wir müssen reden, Verandis. Natürlich, mein Kind. Lasst uns draußen weitersprechen. Ja, beobachtet das Wiedersehen. Wo muss ich ihn... Achso. Sollte ich die jetzt kriegen? Aber da stand ja ein Fall drauf, ne? Hallo? Wo ist denn jetzt? Ach, jetzt ist er doch wieder hier. Ich hätte nicht erwartet, euch je wiederzusehen, meine Freundin. Nachdem wir an der Unheilsklippe auseinandergingen, hatte ich mich damit abgefunden, eine Ewigkeit in Kalthafen zu verbringen. Doch offenbar stand mein Schicksal noch nicht fest. Ihr und Gwendys habt mich gerettet. Ich bin dankbarer, als ihr euch vorstellen könnt. Gwendys und ich haben eure Verbindung zur Grauen Schar entdeckt. Das ist bedauerlich. Ich hielt diesen Teil meiner Vergangenheit für tot und begraben. Meine Verstrickung mit dem Grauen Rat endete vor so langer Zeit. Rada Al-Saran und ich waren einmal Freunde. Ich versuchte ihn davon zu überzeugen, einen anderen Weg einzuschlagen, doch ohne Erfolg. Ich habe eine Traumreise durch eure Erinnerungen unternommen. Ich sah, was ihr zu ihm und den anderen sagtet. Dann wisset, dass ich es bereue, es nicht eifriger versucht zu haben, Rada Al-Saran und den Grauen Rat zu überzeugen. Vielleicht hätte ich den Krieg abwenden können. Leider werden wir das nie erfahren. Doch warum dieses plötzliche Interesse an uralter Geschichte? Hm? Woher kommt diese Obsession, was die Graue Schar angeht? Gwendys und ich haben entdeckt, dass Rada Al-Saran noch am Leben ist. Die Graue Schar ist zurückgekehrt. Was? Wie ist das überhaupt möglich? Ach, was sage ich da? Bin ich selbst nicht gerade erst von den Toten wiedergekehrt? Ich muss mir das ansehen. Herausfinden, was die Graue Schar plant. Sobald die Zeit kommt, wird Haus Rabenwacht nach euch schicken. Ich bete darum, dass ihr diesen Ruf erhört. Ich werde bereit sein, wenn ihr Bescheid gebt. Ich machte mich auf die Suche nach Wissen über die Graue Schar. Nur um zu entdecken, dass mein Mentor an ihrer Entstehung beteiligt war. So zornig mich dies machte, fand ich dennoch Trost darin, dass Verandis gegen ihren Krieg war. Und nun ist er zurück. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Verandis hat versprochen, euch dabei zu helfen, mehr über die Graue Schar und ihre derzeitigen Pläne herauszufinden.
Ich habe gehört, was er sagte. Ich bin immer noch verärgert darüber, dass er diesen Teil seiner Vergangenheit geheim gehalten hat. Aber wir kommen drüber hinweg. Irgendwann. In der Zwischenzeit weiß ich wenigstens, dass ich ihm vertrauen kann. Dass er die Ideale des Hauses Rabenwacht nicht verraten hat. Dann werdet ihr also hierbei mit ihm zusammenarbeiten? Natürlich. Es steht so viel auf dem Spiel, als dass wir zulassen könnten, dass uns ein paar Geheimnisse in die Quere kommen. Ich werde ihm helfen, wo und wie ich nur kann. Und sobald wir mehr wissen, werden wir nach euch schicken. Ich könnte mir denken, dass ihr genauso sehr wissen wollt wie wir, wie diese Sache ausgeht. Noch etwas, bei dem ich im Augenblick helfen kann? Nehmt dies. Ihr habt es verdient. Dafür, dass ihr mir geholfen habt, mehr über Radha al-Saran und die Graue Schar zu erfahren. Und dafür, dass ihr die Wahrheit über die Verbindung zwischen Verandis und dem Grauen Rat herausgefunden habt. Sobald wir bereit für die nächsten Schritte sind, wird Haus Rabenwacht an euch herantreten. Ja, und wir haben das Andenken Reliquia dunkler Entwürfe erhalten. Und ein wenig Gold. Und damit ist dann die Story auch für heute schon abgeschlossen. Wir könnten natürlich mal kurz das Andenken ausprobieren, damit ich das nicht vergesse. So. Ja, wie gesehen habe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Wir sollten uns das vielleicht mal von der anderen Seite aus angucken. Wo war es? Hier. Ah, okay. Also es hatte mit den Steinhüllen zu tun. Dann verstehe ich. Ja, dann würde ich sagen, dass hier auch erstmal die Folge beendet ist und damit dann auch der Prolog beendet ist. Es waren jetzt zwei sehr lange Folgen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem genauso Spaß gemacht wie mir. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Markarth zur Hauptstory wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.